Und herzlich willkommen auf THC's Game Channel. Du Hallo. begrüßt die Leute doch immer noch so, ne? Ja, hallo und herzlich willkommen, sage ich immer. Immer. Ja. Heute Spezialfolge in Quarantäne zu THC's Geburtstag. Ja. Ja, wir sind schon Mitte 40. Ja. Aber nichts Besseres kann man damit feiern als mit Dark Souls. Und zur Feier des Tages spiele ich als erstes. Ja. Neues Spiel, perfekt. Ne? Ich mag es eh, mehr zuzuschauen. Ich bin auch nicht so der Redner irgendwie. Ja, es ergibt sich hier. Also auch zur Feier des meines Geburtstags nennen wir den Charakter Blackbird. Ja. Wie unseren Kumpel. Blackbird. Ja. Oh, ich wollte schon wieder Pack schreiben, ey. Der schließt sich jetzt gerade ein, ne? Ja, ich habe ihn gefragt, ob der irgendwann mal hier vorbei will, aber ne. Ich habe ihn auch gefragt, aber er sagt, er will nicht. Okay. Aber er ist ja quasi dabei. Hm? Er ist ja quasi dabei. So gesehen, ja. Ja. Was haben wir abgesprochen? Bandit wollten wir nehmen. Ja. Sehr schön. Dann holen wir die Gabe, den Generalschlüssel. Mhm. Figur. Charakter entsprechend. Ja. Gesicht war Katania. Katharina. Ach, Katharina. Ah, alles klar. Das brauchen wir ja nicht. Geh einfach direkt auf Anpassen. Ah, okay. Ich muss mal. Ja. Wir hatten ganz anders gehabt, ne? Er ist schon alt. Er ist der Älteste, den ich kenne. Mhm. Geschlecht. War das, wo man blau wird? Ja. Ja, das war nur so ein bisschen. So ein bisschen blau? So war das, ne? War eigentlich dunkel. Mach mal dunkel. Ein bisschen dunkel. So? Mach ganz dunkel. Nee. Ja, so nee, nicht, ne? Nee. Wenn dann so. Ja. Ja, das passt echt. Und dann Proportion ein bisschen stärker. Ja, ja. Können sie jetzt bauen, ja, noch anpassen. Ja, genau. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Was haben wir denn? Zusammen oder auseinander? Ich weiß es noch nicht genau. Muss mal gucken. Ja. Ein bisschen tief oder war das ein bisschen... Nee, das war ein bisschen tiefer. Ja, das kommt schon gut hin, ey. So war das ein bisschen, ne? Und dann... Ah. Ja, 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 das war's. Und dann... Oh, nee, warte mal. Da nicht so weit drin, das war so schon ein bisschen menschlich. Ja, Ari sieht schon, aber auch nur so ein bisschen menschlich aus. So. Und dann... ich glaube, das war's dann schon. Ja. Ja, ja, mach die hoch. Nee, mach. Ja, genau. Ja, ich such gerade. Ja, das war. Die Augen. Ja, den Augen gespielt. Achso, nee, warte. Nee. Warte. Anpassen unten. Auf an. Ja, nee, rechts. Nee. Ja, rechts. Ist es hier mit X bestätigen? Oder ist es mit Kreis bestätigen? Mit X. Ja, okay. Nase hatten wir doch schon, oder? Kurz? Nee, wollen wir nicht. Weil die Nase sieht schon ganz gut aus. Meiner Meinung nach. Vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen dicker. Sah der echt so aus? Ich meine, von vorne ja.
Aber von der... Die Lippen müssen noch gemacht werden, auf jeden Fall. Und die Stirn, glaube ich. Das ist ja, das Problem. Die Stirn muss noch weiter nach außen, weil dieser Knick da von den Augenbrauen, das ist... Warte mal, ich mach nochmal die Stirn. Nee, das sind die... Ja, mach die so, dann stehen die nicht so ab. Aber... Na, Braunebene? Mach mal Braunebene. Was ist das? Ja, aber das sieht echter aus so. Ja, mach mal die Braun... einen drunter. Was verändert das? Ah, okay. Ja. So, dass es da nicht so einen Knick drin gibt. Ja, da, nee. Ja, oben ist noch dieser Knick. So. Ja, das ist erfasst. Und jetzt noch die Lippen. Wangen hatten wir nicht gemacht. Ich meine nur den. Die Zuschauer wissen ja nicht, wie Eichel aussieht. So können sie sich ihn schon mal direkt vorstellen. Ja? Der Blackbird. Ach ja, stimmt. Wir wollten ja so ein. Zeig mal von der Seite. Traurig, ich muss das Ganze auch ein bisschen werden. Nee, ist auch schon geil. So? Ja, ich find's so nicht schlecht. Okay. Der Kiefer ist aber auch nicht schlecht, ne? Ja, der guck mal, was man verändern kann, theoretisch. Okay. Die Lippen sind geil. Im Verlauf des Spiels werden wir ja eh nicht mehr viel sehen. Ja. Leider. Ah, der kann auch gut küssen. Kann ich bestätigen. Ja. Ich auch. Top, top. Top. Ja. So, das passt eigentlich. Ja. Die Augen sehen aber grünlich aus, nicht braun. Gucken wir mal. Ja, so. Das ist schon. Ja. Mal gucken, ne? Das passt, ne? Ja. Und Haarfarbe brauchen wir. Tja. Ja, mach. Ich würde sagen, wir sind fertig. Guck mal bei Haarfarbe. Hä? Guck mal bei Haarfarbe. Achso, naja, okay. Aber nee, dann lass mich. Der hat ja eh keine. Keine Haare so mäßig. Ja, Brust hat er halt da so ein bisschen. Ja, aber wir laufen ja nicht so rum. Ja. Hat ja immer irgendwie was an. Ja, nicht wie im echten Leben. Und? Perfekt. Ja. Er trägt ja auch solche Hosen. Ja. Schon immer, ne? Ja. Shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame.
Kato, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Katharina Helm. Wir kommen doch von dort. Katharina Helm, wir kommen doch von dort. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. Was hast du? And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Ich bin kein Fan davon, wenn man so quatscht. In den Anfangssequenzen. So. Gerade von Dark Souls finde ich immer ganz cool. Und? Was ich sagen wollte ist, ich habe mich nicht vorbereitet. Guck nochmal im Raum. Da war nur der Schlüssel. Ja, okay. Was ist? Nicht vorbereitet? Über das Spiel. Ja, genau, das wollte ich dich fragen. Weißt du was über das Spiel? Außer jetzt den Anfang, den du schon mal gespielt hast? In mir? Nee, überhaupt nicht, das ist das Ding. Also ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Du weißt gar nichts vom Spiel? Nee. Ist doch gut. Ah, weiß ich nicht, ist nicht immer ganz cool. Ich bin ja quasi vorbereitet.
Ja. Ach ja, stimmt. Stimmt, ja. Du bist vorbereitet. Ich hab's ja einmal schon durchgespielt, sieht man noch auf meinem Kanal. Aber wieso sollte man das schauen, wenn man das hier schauen kann? Ja, stimmt auch, ja. Also sollte ich mich mit Spoilern zurückhalten, natürlich. Willst du das einfach alles so selber rausfinden oder soll ich dir Tipps geben? Also wenn du an was vorbeirennst oder. Es kommt immer drauf an, was für Tipps das sind. Ja, ja, deswegen versuche ich. Tipps wären jetzt nicht schlecht, wenn ich jetzt so komplett ziellos irgendwo durch die Gegend laufe, ist natürlich blöd. Und wenn du. Wobei wir eigentlich. Ich weiß, ich wollte gerade fragen, wollen wir nicht einfach abwechseln? Das macht das nicht mehr Bock? Als ich, zum Zuschauen, ja, ich glaube so. Ja, aber den Anfang, da hast du ja. Ich würde sagen, du spielst den. Kannst den Anfang, oder? Oder? Oder soll ich? Mir ist das egal. Ich würde sagen, wir wechseln einfach. Den Anfang habe ich ja selber auch schon gespielt. Ja, okay. Und wir wechseln einfach. Weil dann. Ja. Also bis einer stirbt, so wie bei den Let's Plays von Dings. Ja. Ja, okay. Oder wie wir es vorher auch immer gemacht haben, das macht eigentlich am meisten. Oder machen wir es zeitlich? So jede halbe Stunde oder so. Ja, zeitlich finde ich nicht gut. Zeitlich? Ja, weil wenn man stirbt und dann abgibt und dann ist man dann so aus der Übung quasi. Ja. Zeitlich können wir aber auch machen. Ja, dann lass es zeitlich machen. Sag mir nur, was für eine Zeit. Ja, weiß ich nicht, halbe Stunde oder so. Ja. Ja, voll halbe Stunde ist auch noch gut. Ich weiß nicht, wie man rennt. Ich glaube den Stick eindrücken, oder? Dann Kreis, drücken. Ja, okay, das. Willst du vielleicht die Helligkeit oder willst du es so lassen? Nee, passt schon. Okay. Oder willst du es heller haben für dich? Nee, nicht unbedingt. Oh. Ach so, du hast ja auch ein Schild. Jetzt muss das ausrüsten. Nee, nee, drück mal zweimal R oder einmal R. Also L1, R1 und hier ausrüsten. Das da drüber, erstmal das zerbrochene Schwert da. Ne, du hast gar keine Waffe. Komm, vielleicht auch. Ja. So, ja. Ich glaube, du musst einmal X noch drücken, damit die Anzeige da weggeht. So mit dem Zerbrechen mit Schwert zu? Ja, eigentlich müsste hier noch irgendwo eins liegen. Also hinter dir ist schon mal was. Geht ein Item rum? Sonst geh mal ein bisschen rum, das dauert ewig. Oder willst du den so kaputt haben? Ich dachte. Ah, okay, alles klar. Da geh in den Spalt rein. Ja, genau. Ach Gott. Ja. Voll OP. Wie kann ich jetzt mit dem Boss machen? Einiges müsste ich ja noch kennen. Ich habe ja auch schon ein paar Let's Plays gesehen. So. Darf man das sagen oder ist es? Ja. Hier kommt eine Kugel runter. Das weißt du ja sogar. Trotzdem getroffen. Ich weiß nicht, hat sich das gelohnt, den zu killen? Ich glaube, du kriegst einen Ring von ihm. Jetzt hast du den Text weggekriegt. Ja. Oh ja, ich bin so dumm. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family.
Sorry. Dann müsst ihr das Video einfach verlangsamen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. And a... Fit. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Voll traurig. Als Veteran. Ich? Ja. Quatsch. Und noch halb HP. Gregor hatte übrigens auch mit dem zweiten Teil zuerst angefangen. Echt? Mhm. Ich glaube, ich meine ja auch, dass der erste Teil so ein bisschen untergegangen ist, ne? Mhm. Oder irre ich mich? Oder Demon's Souls ist untergegangen. Ja. Dark Souls war auf dem PC technisch halt total Kacke am Anfang. Mhm. Eigentlich auch. Es war allgemein technisch nicht so geil. Auch später nicht. Und durch das Remastered ist es halt schon gut geworden. Durch die Tür. Echt? Nee, ne? Du brauchst einen Schlüssel, oder? Ich mag den Anfang. Hm? Ich mag den Anfang. Hauen, ne? Wenn du runterspringst. Hä? Wie sollte ich das sagen? Mit der Schulter treffen. Jetzt verschlossen. Das ist so krass. Das ist voll viel Schaden hier so. Mhm. Ah, das ist ja voll machbar. So viel Schaden wie du dem machst. Und du hättest ihn bestimmt ein halbes Leben auf dem Oder ein Viertel wenigstens. Profi. Du hast noch keinen Schaden genommen. Man hat ja trotzdem zum Beispiel auch noch was in den Titel. Also wenn man mit Schach spielt. Und die Waffe, die der hat, die hatte ich auch bei Dark Souls 2 eine Zeit lang. Okay. Aber ein kleiner. Nur weil ich ihm die Waffe benutzen hatte. Hätten ruhig einen Hard Mode reinmachen können, echt. Für krasse Spiele. Komm ich nicht von hier? Dreh dich mal um. Ja. War das nicht hier, wo der Boden einbricht? Irgendwo ist doch der Boden eingebrochen. Oder war es gar nicht in diesem Teil? Kommt man nochmal hier hin? Ja. Und
Vielleicht bricht er beim zweiten. Du hörst ja noch die Schritte da im Hintergrund. Es gibt noch so einen. Vielleicht bricht er da ein. Ich kann mich vage daran erinnern, dass der Boden auch Dings einbricht. Hier ist, glaube ich, irgendwo was. Links, rechts. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es wichtig war, aber da drunter. Gucken wir nochmal. Da, links. Dahinter. Da. Das hatte ich zum Beispiel bei Dark Souls 2 überhaupt nicht so viel gemacht. Also, ach, da hinten sind die, wo man das reinlegen kann, ne? Wie? Mit den Eiern. Ja. Seitigen Sachen. Ja. Das muss man aber auch wissen. Also, ja. Ich hätte das jetzt nicht mehr gewusst. Also, wenn ich jetzt hier vorbeigelaufen, mich gesehen hätte, hätte ich nicht gewusst, wo das ist. Und du hast gar nicht erkundet, so? Du hast gar nicht so erkundet. Bei 2 nicht. Okay. Nicht so viel geht. Ja. Only in the ancient legends it is stated. Es gibt schon ein paar wichtige to leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Hier, dass du von so einem Adler mitgenommen wirst und so, das haben die ja bei 2 relativ spät gemacht. Echt? Und das flasht dich dann voll beim ersten Mal. Ne? Im zweiten Teil? Im zweiten Teil ist es ja erst, wenn du so fast durch bist mit diesem, mit der ersten Gegend. Ja. Das dauert ja schon voll lange, bis du da einmal durchkommst. Und das? Ein Schwimmer vielleicht? Egal. Können wir schon was benutzen? Ha? Weil schon aufsteigen kann. Können wir. Sogar 2-3 Mal bestimmt. Echt? Ja. Mit ein paar tausend Seelen. Ne? Was wollten wir denn spielen? Stärke oder nicht? Stärke? Aber Stärke 14 ist doch schon eigentlich relativ gut am Anfang. Wollen wir schon direkt Vitalität ballern, damit wir dann nicht so oft sterben? Mhm. Ich hätte jetzt einfach direkt auf 15. Geil. Ne? Ja, ja. We have here. You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no sound. Es ist dunkel. Here. Was ist mit Andy los? Better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are actually 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Vielleicht ist er schon tot. Ja. Vielleicht ist er ja noch gar nicht menschlich. Okay. Ach so. Jetzt tot ist er noch schwarz. Ich quatsche nicht so gerne bei den Links, ey. Bei den Sequenzen, wenn die quatschen. Ja. Also ich mag das auch nicht bei den Let's Plays. Ja, ich will mich dran halten. Ja. Du musst du nicht, du kannst auch quatschen, wenn du willst. Nur ich mach das nicht so gerne. Ja, okay.
Nee. Wollen wir da direkt hoch? Oder gibt's hier noch was? Weiß nicht. Oder runter direkt zu Hydra? Nee, kann man nicht hin. Achso. Aber du kannst runter, da ist noch irgendjemand, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob du da was kriegst. Links. Da hinten. Nee, nee, was schon nicht. Rechts. Rechts. Ja, da. Dann links. Ja. Also hier links in diesem Gefängnis ist da jemand. Ich glaube, die redet nicht. Ja. Oh. Aber kannst du ja nicht, du hast keine Scherben. Genau. Nee, dann geh doch hoch. Dann fangen wir einfach direkt an. Machst du die Folgen dann halbstündig oder machst du die dann stündlich? Ich denke mal halbstündig, ne? Oder? Ja, kannst du. Oder wollen wir ganz stündig? Ist mir nicht egal. Ich bin die Videos, ne? Ja, ja. Halbstündig, ne? Das wäre natürlich finanziell besser, ne? Ja. Mehr Videos, mehr Geld. Geld ist immer gut, ne? Ja. Die spickst du ja sowieso voll mit Werbung. Ja. Oder soll ich so einen aufmachen hier? So, ich mach das aus Spaß und so. Und bin ich so einer? Soll ich dann stündlich passen? Kann ich auch. Ich kann ja auch das Image. Du kannst auch so Minutenvideos machen. So wie Maxim. Das Item unten willst du nicht mitnehmen? Doch, aber ich will mich nicht von dem nerven lassen. Vor allem von dem, Wir feiern. Ja. Die Waffe wäre mir zum Beispiel zu langsam. Für den Anfang zumindest. Später ist. Findest du, dass die zu langsam ist? Ja. Ich finde die richtig gut. Das Ausholen ist mir zu lange. Guck hier. Zack. Aber ja, aber du brauchst nur einen Schlag. Ich weiß. Okay, ich nehme jetzt zwei, aber. Wenn du da rüber springst. Gibt's noch heute? Da hinten irgendwo an der Säule. Glaube ich. Ja. Aber was sind 400 Seelen? Ne? Sind es? Ja. Die wir gerade haben, meinst du? Ja. Ist doch egal. Versuche einfach nicht zu sterben. Ne, mit Rennen was? Und dann. Also Kreis, gedrückt halten und dann. Wie springst du? Warte mal, ich muss mal selber erstmal gucken, wie man springt. Ich glaube, den Stick eindrücken, den linken. Ja. Nicht? Naja, aber das ist doch sonst immer die Stick eindrücken. Sonst gehen wir in die Einstellung. Warte mal. Oben. Ganz nach oben. Ich kann nicht nach oben. Ganz nach oben. Geht nicht? Ich kann nur das hier irgendwie bei. Dann, Steuerkreuz? Also den Stick in diesem Fall, oder? Hier mit rechts, links? Nee. Wie geht man denn das oben da dran? Mit dem Steuerkreuz? Kannst du da mit dem Steuerkreuz? Ich mach nur mit dem Steuerkreuz, mach ich das hier. Die Sticks? Nichts. Und L2? Da! Ah, okay. Also was ist, ja. L2? R2? Oder was war das? Nee, jetzt bin ich einfach in den Sticks, keine Ahnung. Nach links und nach rechts, hab ich einfach jetzt. Ja. Warte mal, wo ist denn Sprinten, Rolle, Rückschritt? Ja. Springen ist A. Okay. Mit A ist Kreis, ne? Ah, okay, doppelt. Also sprinten und dann Dings alles. Aber sonst hätte ich das immer mit Sticks gedrückt, keine Ahnung. Ja, können wir auch umstellen. Okay, ja, alles gut. Gewöhnen wir uns einfach dran. Hier einfach außen rum, ne? Ja, ich guck mal auf der Seite. Ist hier überhaupt was? Jetzt bin ich mir gar nicht mal mehr so sicher. Doch, doch.
Oh, ich hasse das, ne? Ja. Ohne Witz, ey. Und da kommst du ja auch. Ah, okay. Normalerweise nicht dran. Der Ring, den solltest du nicht tragen. Echt nicht? Der Ring war, glaube ich, so, dass du... Ja, genau. Dass du einmal... Kein Verlust bei Tod. Aber Ring bricht. Wenn du sehr viele Seelen hast und die nicht verlieren willst, trägst du den Ring. Und dann verlierst du halt den Ring und nicht die Seelen. Verliert man den Ring oder kann man den reparieren? Da bin ich mir nicht so sicher. Bei Dark Souls 2 gab es ja den Ring, wo du es reparieren konntest. Ich glaube, hier... kann man nicht reparieren, oder? Wenn dann so für 10.000 oder so. 10, 15.000 oder so. Lohnt sich ja, wenn du 40 hast. Ja. Nicht vergiften. Das Vergiften ist instant, richtig, ne? Übel hier. War das denn nicht instant? Ich weiß es gar nicht. Drück mal das weg. Einmal mit X. Den Shit da. Einmal mit X. Danke. Die Item-Einblendung. Achso, die stört dich nicht. Dich nicht? Ich hab's gar nicht gemerkt. Ich bin gerade voll fokussiert auf die Fatigue. Hinten über dem Gitter ist, glaube ich, ein Typ. Nee. Auf der anderen Seite meinst du? Ja. Echt? Ja, schon. Oder irgendwann taucht er da auf. Nicht jetzt, aber irgendwann. Ich glaube sogar ein Händler. Aber den sieht man wahrscheinlich kaum schon, ne? Irgendwann. Ja, ja. Du bist ja voll oft irgendwie. Genau. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das bei Dark Souls 2, ne? Mhm. Du kommst da so gut durch. Mhm. Ich kann mich aber gar nicht mehr erinnern, wie, ob ich da irgendwie Probleme hatte von wegen her. Bis auf eine Stelle, glaube ich. Ja, Dark Souls 2 ist, glaube ich, geradliniger. Also. Da kommt man tatsächlich einfach besser durch. Also es ist nicht so offen. Scheiße, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Ich würde sagen, einfach spiel bis zum letzten Punkt. Gib ich dir ab. Noch eine Viertelstunde, dann haben wir genau 1 Uhr. Ja. Ja, dann beeile ich mich. Wieso? Viertelstunde. Hm? Viertelstunde. Ja. Aber da hinten ist ja schon da vorne, ja. Das Ding ist, ich kenne mich hier auch vom Anfang her nur so gut aus, weil wir so ewig hier rumgespielt haben. Ja. Weißt du? In einer Viertelstunde kannst du schon den Boss erledigen. Wenn du dich beeilst. Nee, ist gut. Ich gebe dir gleich ab. Ist auch vielleicht besser zeitlich, wenn wir das so machen. Weil... zumindest am Anfang werde ich ja noch besser sein als du. Tut mir leid, es dir sagen zu müssen, aber es ist nun mal so. Ja, kann sein. Denke ich mal. Ich habe ja die Teile alle durch. Aber schon länger her trotzdem. Ja, du hast echt schon alles durch, ne? Hast du Demon's Souls gespielt? Nee, ne? Doch. Auch? Ja. Ich habe sie in der Reihenfolge gespielt.
bist ein Freak. Ja? Ja? Du bist einfach ein Freak, ja. Ey. Aber ich habe alles durchgecheased. Ich glaube jeden Teil, ey. Echt? Ja. Das kannst du doch nicht einfach so zugeben. Nee, du kommst doch eine Viertelstunde. Dann, ach so. Dann ist es 1 Uhr. Ach, ich soll bis 1 spielen? Ich denk schon, oder nicht? Ich dachte, ich spiele jetzt. Du hattest ja auch Intro und so ein Kram. Ey. Ist doch egal. Ja, sonst ab. Egal. Wenn du keine nicht mehr zocken willst. Das Ding ist, der nächste Boss ist ein bisschen schwieriger. Und dann, so skillmäßig, habe ich dann einmal durchgespielt. Ohne zu sterben. Und wenn du verkackst, dann. Den großen Boss? Ja. Hä? Den großen Boss? Den einen, wo du runterspringen musst. Ja. Der ist doch sofort tot. Also, du musst dreimal runterspringen. Dann ist er tot. Ich hatte immer Schwierigkeiten gehabt. Also, letztens habe ich. Als ich letztens ein Fechter war, da war Adio kurz da, dann habe ich beim ersten Versuch hinbekommen. Ist halt, du musst Glück haben. Sonst haut er dich von der Leiter runter. Ja, das meine ich ja. Und das war schon voll oft knapp. Kurze Frage. Ich habe jetzt nur noch 9. Mhm. Wo ich mich gerade hingesetzt habe. Mhm. Habe ich insgesamt nur... Soll ich dir erklären? Wahrscheinlich geht das dann wieder runter auf 5, ne? Ja. Und dann muss ich die wahrscheinlich Aztekenfeuer oder sowas benutzen. Nee, du, ich glaube Menschlichkeit musst du da opfern. So. Glaube ich. Okay. Und pro Opfer kriegst du 5 weitere. Hot. Aber auch nur an dem Lagerfeuer. Mhm. Das heißt, nur an Lagerfeuern, wo wir hängen bleiben, pumpen wir das hoch so. Ich muss ja einmal anhauen. Ja, ich hab Lust, dass sie. Ne, die hauen von alleine nicht so. Ah, du kannst ja auch treten. Stimmt. Mit was? Wahrscheinlich mit Stick, ne? Ja, eigentlich hat er. Tret mal. Beiden? Also ein von beiden? Hm. Komisch. Ja, dann guck mal, Einstellung, das ist eventuell noch richtig. Ja, schon von gleich. Also bedingt. Sollen wir uns das Drachenschwert holen? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Weil, Das wäre ja schon Richtung Cheesen. Eigentlich schon, ne? Sollen wir es ohne machen? Können wir. Weil dann brauche ich hier auch nicht mehr so rumzugehen, weil der Typ hat ja sonst... Aber ich guck mal, was er hat. Ein paar Sachen musst du von ihm kaufen. Einen Schlüssel musst du kaufen von ihm. Okay. Und danach könnte sie ihn theoretisch töten. Everything's for sale. Glaube ich. Am besten wäre natürlich alles von ihm kommen, was permanent ist. Nee, nee. Also Anwesenschlüssel, ja, den könntest du direkt kaufen, ja. Die anderen beiden Sachen könnte man noch kaufen und dann könnte man ihn töten, glaube ich. Dann ist jetzt so nichts mehr. Ja. Ich habe ja immer ein Kurzschwert, wo ich es gerade sehe. Aber was ist denn mit so Pfeilen und sowas? Ja, wenn wir das Drachenschwert nicht holen, dann brauchen wir auch keine Pfeile im Prinzip. Brauchen wir ein paar so, aber nicht unbedingt. Hm. Wurfmesser und Bomben und sowas? Habe ich nicht großartig mitgespielt, ey. Nein? Außer wenn ein Gegner irgendwie eine besondere Schwäche darauf hat, aber ich glaube nicht. Echt schon lange her, aber ich meine, ich habe diesen Speckstein. Den brauchst du nicht. Den brauchst du zum Online-Spielen. Achso. Diese Nachrichten auf dem Boden schreiben. Ja. Aber kriege ich ja nicht mehr, ne? Ne.
Wahrscheinlich. Später. Doch, aber wir sind offline. Ach so. Ah, okay. Sonst würden hier überall Nachrichten rumliegen. Mhm. Ist noch was Wichtiges gewesen? Weiß ich nicht. Wie weit hast du gespielt hier? Oh, das ist eine gute Frage. Bis zu Nee, wenn du es nicht weißt, dann... Den ersten... Also da, wo man noch runterspringt. Mhm. Ja, also mit den dreimal drüber. Das Drachenschwert habe ich mir geholt. Mhm. Und dann zu diesem Dicken, der so oben, wenn du so hoch rennst, weißt du? Du weißt auch, das, wo du diese 20%ige Drop-Chance hast und so. Ach so. Da gibt es doch einen, wo du so hoch rennst. Ja. Zu dem weiß ich noch. Und dann noch weiter... Aber den haben wir nicht geschafft damals, das weiß ich nicht. Das Wildschwein? Das Wildschwein weiß ich jetzt schon wieder nicht. Ich meine, das war bei dem, wo wir hochklettern, kurz danach. Das kannst du ja gleich zeigen. Ja, wenn wir da sind, dann wird es dir ja schon einfallen. Ich weiß auch gar nicht, wie du es geschafft hast, bei mir weiterzuspielen und ich nicht dabei war. Ich habe mit Adi gezockt. Ich weiß gar nicht, was wir vielleicht arbeiten. Oh ja, der Kopf. Stimmt, ich könnte arbeiten gewesen sein. Oh. Oh, Junge. Was ist das? Scheiße, ey. Kann aber sein, dass ich öfter sterbe als du. Mhm. Kann sein, dass ich öfter sterbe als du. Ich bin sicherer als du. Ja. Ich bin vielleicht so ein bisschen der Simon. Na geht, ich hab schon 5 Estus verballert. Ich bin schon sehr Simon-like, Alter. Oh, du hast getreten. Ja, mit dem Kurzschlagen irgendwie. Nee, Moment. Schlagen und nach vorne gleichzeitig. Ah, okay. Alles klar. Du konntest noch durch den Raum und eine Tür öffnen. Ja. Damit umgehst du diese hier. Ach, du meinst rechts rum? Ins Haus rein. Und zu rechts? Ja, rechts. Achso, ja, das kann ich super. Oh. Oh, fuck, ey. Fehlt ihn, wenn er nicht zuschlagen will. Mhm. Uff. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber top. Ah, das ist noch eine Kiste.
Ich glaube, weil wir hier so lange beim ersten Mal da so rumgehangen haben, waren wir schon voll hohes Level. Einmal das. Und irgendwann hatten wir keinen Bock mehr. Und sind nur noch hinten hochgerannt. Also wir sind ja irgendwann nur so Speedrun-mäßig nur noch durchgerannt. Hier unten ist der Ritter, ne? Ja. Mach dir mal die Kacknachricht weg. Macht dich das nicht fertig? Dir fällt es nicht auf, ne? Beim nee, Film. Nee, dazu nicht. Ja, ja. Ich kenne das nur. Mann! Oh Gott! Oh Gott, ey, leck mich doch! Oh, darf man in deinem Dings fluchen? Ja. Beim LOL-Spielen sage ich doch andauernd Hurensohn. Achso, ja. Also, ich versuch's zu verhindern. Aber bei Hurensohn jetzt. Ja. Im Speziellen bei dem Wort Hurensohn. Ja. Ich versuche das Wort Hurensohn nicht so oft zu sagen, aber bei LOL geht das irgendwie nicht. Sollen wir den probieren? Den musst du 3-4 Mal parieren. Also ich schaff's nicht. Du musst ihn wahrscheinlich sogar 5 Mal parieren, um den zu töten. Ich hab den, glaube ich... Soll man das am Anfang schon machen oder lieber... Also man kann es theoretisch. Okay, alles klar. Ich probier's. Ich probier's. Wenn ich sterbe, bist du einfach dran. Alles klar. Ja, okay. Aber ich muss parieren, ne? Ja, ich glaube, du... Theoretisch könntest du den auch. Gott. Oh nein, bitte nicht. Okay, das war's. Nice. Oh, der erste dicke Gegner, ey. Und er ist nicht mal wirklich ein dicker Gegner. Er ist ja nicht mal ein Boss. Ich will den nicht mal besiegen. Hm? Ich hol mir nur die Seelen und hau dann wieder ab, ne? Ich mach den nicht. Ja, mach wie du willst. Ich werde dich nicht drängen, so zu spielen wie ich. Na gut.